Hallo zusammen. Wenn ihr meine Filme vor dem Kantonsrat schon geschaut habt, dann habt ihr gesehen, dass wir den Zugang zum Gebäude ändern müssen. Im Bundeshaus ist das kein Problem. Es hat schon zwei Rollstuhlfahrer im Nationalrat. Der eine, der Christian Lohr, ist auch jetzt noch im Nationalrat. Wie ist aber der Weg für mich nach Bern? Ich zeige es euch. Kommt mit! Der SBB kann mir bis eine Stunde vor der Fahrt anrufen, dass sie jemandem mit dem Rollstuhl helfen können, ein- und aussteigen. Theoretisch. Als ich angerufen habe, hat mir der Mann am Telefon gesagt, ich soll die S-Bahn eine halbe Stunde vorher nehmen, dann kann ich selber einsteigen. Erstens, liebe SBB, auch Rollstuhlfahrer haben nicht immer führige Zeit, um noch lange umeinander zu reisen. Wenn ich die S-Bahn nehme, habe ich eine halbe Stunde länger auf Bern. Zweitens bin ich schon auch erstaunt, dass die Leute am Telefon oft besser wissen als ich, was ich wirklich kann. Als Tetraplegikerin komme ich auch bei dieser Stufe bei der Stadtbahn nicht allein rein. So, jetzt aber zurück zu meinem Zug. Zum Glück hat es im Moment viele Leute umeinander und ich hoffe, dass ich jemanden finde, der mir hilft einsteigen. Das ist manchmal auch nicht so einfach, weil die Leute ihre Hände voll haben oder Kopfhörer in den Ohren. Jetzt bin ich hier bei unserem schönen Bundeshaus. Der Weg klappt also auch. Jetzt brauche ich nur noch eure Unterstützung, dass ich auch mit hier auf Bern runter düsen kann. Danke für eure Stimme und tschüss!